Wie kocht man Hollandaise? Auf geht's. 50 ml Wasser, ein paar Schalotten rein, Lorbeerblatt, Aromaten halt, was ihr habt, Wacholder, Bär, Nelke in die Richtung. Weißwein obendrauf, am besten auch nochmal um die 50 ml. Und lasst das Ganze um die Hälfte reduzieren. Wasser aufstellen, Eiermasse obendrauf geben, Schluck, Weißweinreduktion dazu. Während wir diese gesamte Masse auf über 60 Grad erhitzen, schlagen wir Luft unter die Masse und geben der ganzen Konstruktion immer mehr Halt und Festigkeit. Lasst es wieder etwas abkühlen, rührt währenddessen weiter und ihr seht schon, die Soße ist kaum noch gelb. Sie ist eher weiß, wie ein cremiger Vanillepudding. Es ist noch keine Butter drin, das ist nur das Ei, mit Hitze und Luft. Mehr ist es nicht. Flüssigen Butter und geben das nach und nach dazu. Jetzt schon bombastisch. Prise Zucker, 2 Prisen Salz, weißer Pfeffer, Zitronensaft, 2-3 Tropfen Worcestershire-Soße. Sauce Hollandaise. Das ist ein Brecher. Die gelingt jetzt jedem von euch.